Deswegen bin ich der Meinung, dass wie gesagt, diese protektionistischen Tendenzen, die sich in Deutschland breit gemacht haben im Gefolge der TTIP, der Anti-TTIP-Kampagne, muss man sagen, wirklich gerade für ein Land wie Deutschland brandgefährlich sind. Wir müssen wieder darauf hingehen, dass wir neue Märkte für unsere Produkte und Dienstleistungen öffnen. Übrigens auch, wir selber kriegen ja auch dann gute neue Produkte. Wir haben auch mehr Auswahl im Inland durch Importe. Handel ist ja nicht nur Export, Handel ist auch Import. Also mit anderen Worten, ich glaube, dass Indien ein schwieriger Partner, sehr kompliziert, aber vor allem Malaysia, Thailand, die ASEAN-Staaten interessant und wichtig sind. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, das Abkommen mit Vietnam unter Dach und Fach zu kriegen. Vietnam hat 90 Millionen Einwohner und auch eine dynamisch wachsende Wirtschaft. Da ist es in der Europäischen Union gelungen, das zu ratifizieren. Da freue ich mich sehr drüber. Das ist ein gutes Zeichen. Die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erlangen, verliert beides, nämlich Freiheit und Sicherheit, weil man sich dann vollständig aus der Ebene des souveränen Subjektes in eine objektive Abhängigkeit begibt, die durch nichts mehr aufzulösen ist. Es ist nicht in Russlands Interesse, und das sage ich bei meinen Reisen nach Moskau allen meinen Gesprächspartnern immer wieder, es ist nicht im Interesse Russlands, sich so eng an China zu binden, wie sie das im Moment tun. Von Peking aus gesehen gibt es eine hierarchische Weltordnung. Von Moskau aus gesehen gibt es die Hoffnung auf gleichrangige Behandlung durch die Chinesen. Das sieht man in China nicht so. Dr. Korff hat es doch gesagt, China hat 10-mal mehr Menschen als Russland inzwischen. Und ein Bruttoinlandsprodukt, eine Wirtschaftskraft, die überhaupt nicht vergleichbar ist. Es ist im Interesse Russlands, der Russischen Föderation, sich stärker nach Westeuropa zu orientieren, sich stärker der Europäischen Union anzunähern, aufzuhören mit den Völkerrechtsbrüchen sagen wir mal, im Zwischenraum zwischen der EU und Russland. Das wäre der Weg, der sinnvoll wäre.